alles sehr. Unter Protest hat Lea uns dafür. Ja, dann muss ich das Problem. Waren die auch schon mal leer? Ja. Na gut, dann müssen wir die nicht später auseinandersetzen. War ich mein hier. Ich versuche mich hier allzu mal irgendwo zwischen Castro und Instagram. Ja? Das ist ja schon, da würde ich noch ergänzen wollen. Den Stift habe ich eben geschrieben. Wenn es ein Kapitel könnte. Schwarz. Vielleicht kommt da noch jemand. Ja. Du weißt es nicht. Und dann sagen sie, warum habt ihr viel zu früh angefangen? Der Bus ist viel zu früh. War das jetzt Selbsthilfegruppen? Er kann das ja nicht hören, da schreibt er nicht. Dummerweise ist mein Chef auf die Idee gekommen, unsere Telefonnummer ganz groß auf die Außenseite des Busses zu pinseln, sodass ich es dann nicht live höre, aber ich höre es dann trotzdem. Kann man euch dann sagen, so, wartet an der nächsten Ampel, ich komme nicht wieder hergelaufen? Habt ihr die auch so mal können? Johannes, das ist doch so direkt nicht. Ey, schnapp dir doch noch einen Stuhl und stell dir den da in die Tür oder so. Hier gibt es auch noch zwei. Wir können auch ein bisschen vorrücken, damit man nicht mehr auf Seite ist. Ich habe ja auch schon eine Diskussion, die ich auf Twitter geführt habe. Und dann kommt am besten schon mal mit der Abfrage am Anfang anfangen. Wir würden gerne euch entscheiden lassen, ob dieser Workshop heute aufgenommen und gestreamt werden soll, weil es auch ein Schutzraum sein soll, in dem ihr alle Fragen stellen könnt, die man sich vielleicht sonst manchmal nicht traut zu stellen, was das Thema diskriminierungssensible Sprache angeht. Deshalb würden wir jetzt einfach fragen, gibt es jemanden, der das Gefühl hat, der würde lieber nicht, dass das aufgezeichnet wird? Und das wäre total in Ordnung. Also wir haben ewig mit uns gerungen, ob wir es selber sagen, dass es nicht aufgezeichnet wird, aber wir dachten, vielleicht fragen wir euch. Kommt rein. Hier sind noch Stühle zum Beispiel. Rutsch doch ruhig noch, wenn niemand mehr kommt, können wir ja dann die Tür auch zumachen. Willst du mich an deiner Seite? Ich frag noch mal. Aber lass ruhig auf, weil es ist sehr warm hier. Achso, du meinst die Tür zumachen? Ich dachte mit... Nee, ich meinte mit zumachen, ihr könnt euch auch davor setzen einfach. Entschuldigung, ich hab nur verstanden. Weil nur den Fluchtweg war schwer. Ich komme noch schnell genug raus. Okay, also wie geht's euch so damit? Gibt es jemanden, der sagt, lieber nicht? Ich habe mich aufgepasst. Es geht darum, ob wir das Ganze jetzt aufnehmen und streamen, weil es ja doch auch ein Thema ist, wo man vielleicht mal Fragen fragt, die man sich sonst... Man kann separat machen. Also man kann es nicht streamen, aber auch zeigen. Genau, das ging ja auch. Ja, dann lass doch den Stream weg und wir entscheiden am Schluss, ob was. Ja, das ist doch gut. Dann nehmen wir es auf. Super. Gut, ja, dann herzlich willkommen und schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das freut uns. Ich habe gerade schon zu Lars gesagt, ich habe ja auch in den letzten Wochen schon immer fleißig auf Twitter, wenn es irgendwelche Diskussionen zu diskriminierungssensibler Sprache gab, Werbung dafür gemacht. Kommt doch alle in unseren Workshop auf dem Podstock. Für alle, die uns noch nicht kennen, also ich bin Becky. Und wie komme ich zu dem ganzen Thema? Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Feminismus vor allem und in dem Zuge aber auch mit
intersektionalem Feminismus. Wir können gerne später darüber sprechen, was das bedeutet. Und da ich auch Germanistik studiert habe und Sprache irgendwie so mein Steckenpferd ist, ist auch dieses diskriminierungssensible Sprache so ein bisschen mein Ding geworden. Genau. Ich bin Lars, ich studiere Deutsch und Germanistik, Deutsch und Englisch, also auch zwei Sprachen. Ich beschäftige mich jetzt mit Feminismus und geschlechtergerechter Sprache hauptsächlich seit 10 Jahren oder so, auch schon eine ganze Weile. Und dabei fallen immer so große Wörter und der Diskurs ist da sehr akademisch. Und wir hoffen, dass wir das in Deutschland jetzt so ein bisschen unterbrechen können, vielleicht selber ein bisschen überlegen können, wie können wir eigentlich das, was es so gibt, verbessern vielleicht sogar, oder wofür kann man sich da entscheiden, welche Möglichkeiten hat man, einfach um so ein bisschen Berührungsängste abzubauen. Mhm. Einfach weil, ne, für uns als Podcastende ist halt Sprache auch unser Medium und das ist das, was bei den Hörenden ankommt und dementsprechend wollen wir einfach da heute mal den Blick drauf lenken. Bevor wir uns aber mit konkreten Sprachbeispielen beschäftigen, haben wir eine kleine Übung, Methode für den Anfang mitgebracht. Und zwar reiche ich hier mal so Arbeitsblätter rum und es kann sich ja jeder mal eins runternehmen. Ist das prüfungsrelevant? Ja. Und dann gleich noch einen Stift dazu. Hier sind noch ein paar Stifte. Alle Stifte bitte später zurück. Ich hab die geborgt. Alles klar. Braucht man? Ja. Macht auch keinen Unterschied. Also, ja, Stifte, Stifte, Stifte. Ich tausche den einen Stift. Ja, das ist ein bisschen mehr. Super. Also, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das ist die sogenannte Powerflower. Und es geht so ein bisschen um die Auseinandersetzung damit, wie positioniere ich mich eigentlich selbstgesellschaftlich und wie nehmen mich andere Leute wahr. Und wir haben hier in dieser Blume verschiedene Blütenblätter, die was mit Kategorien zu tun haben. Das können konstruierte Kategorien sein, das können aber auch total reale Kategorien sein. Kategorien, die für ein unterschiedliches Machtverhältnis in der Gesellschaft sorgen. Und die Übung wäre folgende, das könnt ihr gerne alle für euch machen und wir wollen es auch hinterher nicht angucken. Versucht mal, euch in jedem der Blütenblätter einer der beiden Ausprägungen zuzuordnen. Also zum Beispiel oben in der Mitte gibt es Kinder, mit Kinder, ohne Kinder. So, dann könnt ihr euch überlegen, muss ich mich ankreuzen bei ohne Kinder oder kreuze ich mich an bei mit Kinder. Und so macht es mal einmal rum und sammelt. Der innere Kreis sind nur die Kategorien. Und es gibt immer zwei Blütenblätter, aus denen ihr wählen könnt. Muss man sich binär entscheiden oder kann man auch. Genau, also entscheidet euch mal binär und guckt mal, also achtet mal ein bisschen drauf, wie ihr euch so dabei fühlt, auch euch entscheiden zu müssen bei manchen Kategorien und so weiter. Mhm. Das ist natürlich meistens der gewünschte Zustand. Der Ist-Zustand. Das, ja, also. Gerade die Kinderfrage ist. Das wäre der Ist-Zustand, ja. Und ihr müsst das nachher natürlich nicht irgendwie präsentieren oder so. Genau, das ist. Es geht darum, dass ihr euch selbst so wahrnehmt, wie ihr seid. Sind bei anderen Religionen auch gar keine Religion? Ja. Könntest du mal über Mittel, Oberschicht und Unterschicht definieren? Versuch mal, es für dich selbst zu definieren. Versuch's mal und wir besprechen hinterher nochmal. Was mache ich hier? Ich vermute, dass damit. Warte mal, wo ist das? Ja, das ist nämlich auch. Okay, da würde ich erlauben, dass man ein mittleres Blatt einzeichnet für eine Fremdsprache. Was mache ich bei der Sexualität?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Genau, wenn ihr da euch gar nicht findet, zum Beispiel in dem Blatt, malt euch ein drittes dazu und beschriftet das für euch selber. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich darauf beharrt habe, dass es zwei Blütenblätter sind und nicht ganz viele verschiedene Ausprägungen? Schwarz-Weiß denken. Kann man sich einfacher entscheiden, wenn man weniger Optionen hat. Wenn man muss sich zwingend entscheiden. Andere sehen glaube ich, so in so klaren Kategorien. Mhm. Gar nicht, wie man sich selber sieht, aber die anderen haben dann vielleicht sehr klare Vorstellungen von 0 oder 1. Also es das heißt ja auch Powerflower, und ich habe ja schon am Anfang gesagt, das sind alles Kategorien, die irgendwas mit Macht zu tun haben. Und es passiert tatsächlich sehr schnell, dass man nur in einer dieser beiden Ausprägungen gelesen wird von anderen Menschen. Auch wenn es ganz, ganz viele dazwischen gibt und es konstruierte Kategorien sind, die man vielleicht auch total ablehnen kann. Das heißt nicht, dass andere Menschen die aber nicht auch auf einen anwenden. Sonst irgendwelche Gefühle und Eindrücke, die ihr teilen wollt, vom Aus ankreuzen? Der Mainstream orientiert sich wohl eher an der inneren Blume. Also die Kategorie des Mainstreams ist der innere Bereich. Und wenn man da nicht drin ist, gehört man sofort zu den Belächelten, aber der Mainstream findet dich nicht gut genug. Das ist so das Gefühl, das ich jetzt dabei habe. Mhm. Der äußere Rand wird ausgegrenzt. Mhm. Oder, also sagen wir auf jeden Fall, ist die Kategorie, die grundsätzlich weniger Macht zugesprochen bekommt in der Gesellschaft. Ja. Der innere Rand ist, habe ich das Gefühl, so, dass mit denen, wo die Privilegien sind, wo gesagt wird, check your privileges, aber auch halt quasi, wenn vieles vom inneren Bereich ausgefüllt ist bei einer Person, die aber bei wenigen davon außerhalb liegt, die sich dann trotzdem zum Teil anhören muss, ja, check your privileges. Was aber es ist die äußere Blume ist meistens, nicht bei allen, die sind mehr Personen. Also es gibt mehr Leute, die andere Religionen haben, es gibt mehr Leute, die nicht weiß sind. Das ist eine Powerflower für Deutschland. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und dann relativiert sich das wieder so ein bisschen. Genau, also es geht nicht immer nur darum, ob man wirklich in der Mehrheit ist mit der mittleren Gruppe, da würde ich dir unbedingt zustimmen, sondern in der mächtigeren Position in diesem Land, in diesem Kontext, in dem wir uns befinden. Ich sehe noch nicht den Kontext zur Sprache. Kommt gleich. Erst noch die anderen Eindrücke sammeln, ja. Ich finde aber eigentlich ganz nett mit dem Bild der Blume ist ja, also bei einer Blume auch die äußeren großen Blätter machen ja eigentlich das Ganze halt auch zu was Bunten und Interessanten. Mhm. Also die inneren Blätter sind ja eher klein und weniger interessant, sondern eher die speziellen Ausprägungen machen es halt bunt. Mhm.
Christine merkt sich schon. Nein, das ist eigentlich ganz spannend. Das sind so Sachen, die mir sehr selbstverständlich sind. Also ich finde, das ist alles nichts Besonderes. Aber wenn man es gemeinsam sieht, ist es halt im Grunde eine Form der Privilegierung. Also man hat irgendwie nichts dazu getan. Ich finde es auch schwierig, wenn da irgendwas ist, wo weder das eine noch das andere ist. Es gibt irgendwie keine andere Beobachtung. Man ist auch nicht immer so, wie es scheint. Ich kann bei der Staatsanwaltschaft zwar deutsch sein, juristisch definiert, aber emotional anders aufgestellt sein. Voll. Doppelte Staatsbürgerschaft. Ja. Gibt's auch. Na klar. Oder europäisch. Genau. So, und was hat das jetzt alles mit Sprache zu tun? Ich will gar nicht eure ganzen Blumen angucken, aber ich würde behaupten, bei den meisten davon werden mehr Blätter innen als außen angekreuzt sein. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Und ich finde, es macht ganz gut klar, dass es ganz, ganz viele Kategorien sind, in denen wir privilegiert gibt, in denen wir privilegiert sind, wo uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffällt, dass zum Beispiel bestimmte Wörter, die wir benutzen, für Menschen, die das äußere Blatt angekreuzt haben, eine Diskriminierung darstellen. Und ich finde das einfach als ersten Schritt zu verstehen, warum will ich diskriminierungssensible Sprache verwenden, irgendwie wichtig rauszufinden, okay, es gibt Sachen, die erschließen sich mir vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber dann beschäftige ich mich mal ein bisschen mit den Konzepten, die so dahinter stehen, weil ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, was irgendwie Diskriminierungserfahrung von anderen Menschen angeht. Und sich erstmal Kritik anzuhören, die irgendwie von den marginalisierten Leuten kommt und mit denen zusammen an Konzepten zu arbeiten, wie man seine Sprache da inklusiver und sensibler gestalten kann. Dafür finde ich das eigentlich eine ganz gute Ersterfahrung. Darum wollte ich diese Methode mit euch machen. Wollen wir ein bisschen mit konkreteren Konzepten weitermachen? Würde ich sagen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um diskriminierende Sprache zu benutzen. Es ist eben nicht nur die Geschlechter, die man jetzt diskriminieren kann. Das ist natürlich im Deutschen sehr fest in der Grammatik verankert. Und deswegen ein sehr wichtiges Thema jetzt bei der diskriminierungssensiblen Sprache in der deutschen Sprache. Es gibt aber noch andere Kategorien, zum Beispiel rassistische Sprache oder ableistische Sprache. Und Ableismus, da fängt es eben schon wieder an, das ist ein Wort, das kennen viele gar nicht. Da geht es um Sprache, die auf Behinderungen, auch auf Menschen mit Behinderungen diskriminierend wirkt. Es geht aber darüber hinaus, deswegen ist es schwierig, dafür auch einen deutschen Begriff zu finden, denn es betrifft zum Beispiel auch psychische Krankheiten. Wörter wie verrückt, bescheuert. Du bist ja irre. Richtig. Die sind in unserem täglichen Sprachgebrauch ja fest drin, auch in meinem. Aber wenn man über diese Wörter ein bisschen nachdenkt, dann fällt einem schnell auf, Moment mal, also ich werte da gerade eine Gruppe von Menschen mit ab, die eigentlich mit der aktuellen Situation nichts zu tun hat. Ein Klassiker im aktuellen Diskurs dazu ist, also diese ganzen AfDler und diese ganzen Nazis, die sind ja eigentlich nur dumm. Wenn wir mal drüber nachdenken, es gibt einfach Menschen, die haben einen geringeren IQ als andere, die sind dumm, wenn man so will. Das bedeutet aber nicht, dass das der Grund dafür ist, dass jemand zu rechtem Gedankengut neigt. Und dementsprechend fühlen sich Menschen diskriminiert dadurch, dass das Wort dumm einfach nur verwendet wird, um zum Beispiel in diesem Fall eine politische Ideologie zu kennzeichnen, die noch dazu von vielen hier im Raum wahrscheinlich als negativ ausgelegt wird. Also, ich habe da sogar das Gefühl, dass dann wieder den falschen Leuten quasi Wasser auf die Mühlen ist und denen nochmal Argumente gibt, die Leute noch zu sich herzuziehen. Also ob jetzt rechts oder links, ist eben keine Frage der Intelligenz, sondern es ist eine Frage der politischen Gesinnung erstmal. Mhm. Und die Intelligenz hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Genau, und wir beide haben jetzt ein bisschen unseren Schwerpunkt auf geschlechtergerechter Sprache oder geschlechtersensibler Sprache, gendersensibler Sprache. Ihr seht schon, da gibt's, ich könnte da jetzt 20 verschiedene Wörter für sagen, für dieses Konzept, von dem ich da gerade spreche. Ich verwende am liebsten das Wort gendersensibel,
weil ich der Meinung bin, es gibt keine gerechte Sprache, kein Konzept, was 100% funktioniert und alle Diskriminierungen diesbezüglich abdeckt. Aber nennen wir es sensibel, dann gehen wir zumindest mit und sagen, okay, dann gucke ich mir wenigstens an, welche Konzepte gibt es, welches ist aktuell das, mit dem ich am besten klarkomme, und verhalte mich gendersensibel, gender nicht Geschlecht, weil Gender in dem Fall auch ein soziales Konstrukt ist. Also Geschlecht hat nichts mit Biologie zu tun, wie man vermeintlich immer so denkt. Es gibt Frauen mit Penis, es gibt Männer mit Vagina und ganz viel dazwischen. Es gibt Menschen, die sich weder einem weiblichen noch einem menschlichen Geschlecht zuordnen. Also Selbstbezeichnung von denen ist non-binary oder nicht binär oder als Abkürzung auch gerne NB. Also es gibt da eben ganz viel, was so ein bisschen abweicht von dem, was wir irgendwie im Biologieunterricht in der Schule gelernt haben. Und deshalb das größere Wort Gender, weil im Englischen eben diese Unterscheidung Gender, Sex möglich ist, wo wir im Deutschen nur das Wort Geschlecht haben. Und was dazu kommt, seit ein paar Jahren gibt es auch in der Biologie Überlegungen, dass dieses binäre System, was eben in der Gesellschaft vorherrschend ist, dass das eigentlich auch biologisch nicht so wirklich stimmt. Also es gibt Frauen mit XY-Chromosomen, es gibt auch Frauen, die haben nur ein X-Chromosom. So, und es wurde normalerweise früher immer als Störung des Normalfalls gekennzeichnet, aber mittlerweile geht man dazu über zu sagen, wir beschreiben ja die Natur und wir haben ein Modell von Natur, und wenn dieses Modell nicht mehr passt, weil wir eben Ausreißer haben, es werden mehr Menschen auch genetisch untersucht heutzutage, dadurch weiß man, dass die Prozentsätze gar nicht mal so klein sind, die da eben aus der Art schlagen, ich mache mal Anführungszeichen, weil, ja, Sprache, und genau, dass wir also eher ein Spektrum zwischen zwei Polen haben. Und ja, ich finde, wenn wir schon versuchen, unsere Sprache anzupassen, dann kann man auch auf diese Entwicklung reagieren und eben versuchen, von diesem binären Modell gleich wegzukommen, bevor wir jetzt erst ein binäres Modell einführen, wie zum Beispiel die Doppelnennung, die ja viele machen, also Hörerinnen und Hörer zum Beispiel verwenden. Da gibt es eben Alternativen, die eben diese Gruppe von Menschen, die da eigentlich gar nicht reingehören, in diese beiden Gruppen mitzunehmen. Genau. Denn das Ziel, würde ich doch meinen, wenn wir Podcasts machen und mit unseren, mit den Hörenden sprechen, wäre doch, dass wir möglichst jeden ansprechen und jeder sich gemeint fühlt und jede und, seht ihr, da geht's schon los. Ich glaube, niemand erwartet dabei Perfektion. Und niemand erwartet, dass das immer und sofort und in jeder Nennung in euren Podcasts funktioniert. Aber eben zu sehen, da gibt sich jemand Mühe und versucht, also für mich zum Beispiel, wer meine Podcasts hört, weiß, ich bin die, die gerne ein Innen noch so mit reinwirft, wenn meine Mitpodcastenden das vergessen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, darüber zu sprechen und weiter zu verhandeln, aber einfach erstmal die gewisse Sensibilität zu zeigen. Denn, also, das ist ja auch ein Marketing-Aspekt, wenn man so will. Also, fühlt sich jede hörende Person angesprochen, wenn ich sie ansprechen will. Diesen Marketing-Aspekt finde ich eigentlich ganz spannend, weil er so ein bisschen das Moralin aus der ganzen Sache rausnimmt. Wir haben eben im Deutschen das generische Maskulinum, das ist eben so eine grammatikalische Konstruktion, die besagt, wenn wir die männliche Variante benutzen, meinen wir alle mit. Das ist ja der Klassiker. Es gibt allerdings Studien dazu, die eben sagen, das stimmt psychologisch nicht. Es gibt eine Studie zur Berufswahl, da hat man Kindern, ich glaube Vierjährige waren das, die waren sehr jung, hat man Berufsbezeichnungen vorgelegt, männlich und weiblich, eben mit den Endungen an den Wörtern, und hat die Kinder gefragt, könntest du dir vorstellen, diesen Beruf zu ergreifen? Möchtest du das werden? Und dabei hat man eben festgestellt,
sobald die männliche Variante benutzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder dafür entscheiden, deutlich geringer. Und bei den Mädchen noch mal geringer als bei den Jungs. Und sobald die weibliche Variante vorgelegt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder sich dafür entscheiden, höher. Also da gibt es durchaus einen Unterschied in der Wahrnehmung der männlichen und der weiblichen Form. Und deswegen, ja. Das ist auch wieder dieses, es ist gut und schön zu sagen, Frauen sind mitgemeint. Aber ob das so ankommt, ist eben die andere Frage. Also es ist genauso wie so ein Wort, was gerade so ein bisschen im Internet die Runde macht, Non-Pology. Also wenn man sich für Dinge entschuldigt, die man getan hat, dadurch, dass man sagt, ich habe es aber nicht so gemeint. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem diskriminierend, beleidigend, was auch immer gewesen sein kann, auch wenn man es nicht so gemeint hat, sondern da kommt es eben auf die Wirkung an. Von diesen Studien gibt es wirklich jede Menge. Also es ist nicht irgendwie eine einzelne Studie, die irgendwann mal sowas festgestellt hat. Falls jemand hinterher Interesse hat, sich auf eine Liste einzutragen, dass ich ein paar Links dazu rumschicke, dann können wir das gerne machen. Da gibt es so, also auch Studien, du hattest jetzt Berufswahl, auch sowas wie mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht und nenne einen Romanheld oder nenne einen Fernsehstar, den du kennst, wobei Star schon wieder, ne, kommt ja aus dem Englischen, und dann sagen wir einen Schauspieler. Die Leute werden immer oder in sehr, sehr, sehr vielen Fällen Männer sagen an dieser Stelle. Und das prägt natürlich auch das ganze weitere damit umgehen und wie Geschlechterrollen gerade bei Kindern sich dann durchprägen, bis sie so alt sind wie wir und noch älter und genau. Fragen? Ein Einwurf. Ich bin erinnerlich total natürlich auf eurer Seite. Ich habe wirklich damit viel zu tun und sitze oft da, wo ihr jetzt sitzt und sagt den Leuten, also Jugendlichen, wie wichtig das ist und versuche genau dafür zu sensibilisieren. Ich erlebe aber total oft junge Frauen, also so ab 15 oder so, die in so Kreisen sitzen und mir sagen, finde ich total albern. Sag doch Schüler. So ist doch, ne? Also die müssen da durch. Ich sage, nee, ich mache das aber weiter. Ich finde es wichtig, ich möchte, dass ihr das auch macht in der Arbeit. Also in dem ich euch hier ausbilde. Was widerspricht ja gerade ein bisschen, was ihr gesagt habt. Aber das ist, also es ist so häufig, dass ich das gerade mit jungen Frauen diskutiere. Die Jungs sitzen da immer alle und sagen, okay. Weil wir kennen das halt, also ich mache das vor, ich versuche das. Und also ganz oft ist ja in der Pause beim Kaffee, dass wir noch weiter diskutieren darüber, ist das jetzt und also. Wolltest du dazu was sagen? Ja, ich wusste zu sagen, also ich war 10 Jahre Techniker. In meiner Zeit gab es keine gendersensible Sprache. Ich habe kein Problem damit gehabt, Techniker zu sein. Und es gibt jetzt seit in den letzten 10, 15 Jahren wird immer mehr auf gendergerechte Sprache. Ich kenne alle Studien. Ich sehe aber nicht, dass sich die Prozentsätze der Frauen als Technikerinnen ändern. Ich war letztens an meiner Schule, wo wir nur Techniker gab, jetzt haben es Technikerinnen, auch mit Strich und runter dazwischen. Aber wir sind noch immer 3%. Das ändert zwar vielleicht die Studien, dass sich mehr angesprochen fühlen, aber in echt. Also diese Geschichte ist natürlich komplex. Sprache verändert sich langsam, verändert sich stetig, aber langsam. Und natürlich auch die Wahrnehmung. Und gerade bei sowas wie der Berufswahl, da gehört natürlich noch mehr zu. Also da gehört das Arbeitsumfeld natürlich auch zu. Sprache ist da in dem Fall wahrscheinlich eher ein kleiner Ein Teil von Bereich. Vielen. Und, also meine Theorie habe ich jetzt keine Studie zu, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wird mehr über gendersensible Sprache gesprochen, aber dass das sich tatsächlich verbreitet hätte, so dass es auch einen gesellschaftlichen Wandel schon wirklich befeuern könnte, so weit sind wir einfach noch nicht. Auch ein Grund, warum ich versuche, in meinem Umfeld Leute dazu zu bringen, irgendwie gendersensibel zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich erstmal anfange, so zu sprechen,
fangen dann so ganz viele Denkprozesse an. Das war bei mir ganz genauso. Ich saß mit 19 nach dem Abi auch da und habe gesagt, meine Güte, wie albern ist das denn, dass der da immer Studentinnen und Studenten sagt. So, ja, ich, also es ist, und es ist auch erst 10 Jahre her. Und mittlerweile habe ich das, also stößt es mir innerlich richtig auf, wenn, ja, wenn ich Studenten höre, weil ich weiß, ich bin das nicht. Und ich glaube, dass das einfach Zeit braucht. Ja, aber vor 35 Jahren, mhm, war meine Berufswahl, wenn der Techniker gesagt hat, habe, mhm, ich mich eingeschlossen gefühlt. Mhm. Inzwischen bin ich so gendersensibel, mhm, dass ich mich nicht mehr eingeschlossen fühle. Mhm. Wo ist jetzt die Verbesserung? Du, ja, aber du warst halt ja die 3%, hast du gesagt? 3%. Ja, aber vielleicht kriegst du irgendwann mehr Frauen dazu, Technikerinnen, ja, zu werden, wenn sie sich auch... Ja, das ist ziemlich blöd, das stimmt. Und jetzt bin ich sensibel und weiß, wie es gehört. Mhm. Und jetzt plötzlich fällt es mir auf, ich bin nicht eingeschlossen. Mhm. Gestern hier waren die Jungs, die das Video und das Audio machen. Und ich habe mir gedacht, hier, ich sitze da. Mhm. Ich mache auch Video. Habe ich auch gedacht. Vor 30 Jahren wäre es mir nie aufgefallen, da war ich bei Jungs dabei. Mhm. Das ist. Durch die genauere Definition der Technikerin bist du quasi eher mit den 3% ausgeschlossen, genau, statt zugehörig zu den 7%. Ich versuche mal eine Redeliste. So von links nach rechts. Einmal die Arme hoch. Die. Das Problem ist halt, dass die 10 Jahre, die wir uns jetzt mit Feminismus beschäftigen, einfach noch nicht ausreichen. Wir predigen das in Anführungszeichen, wir versuchen es in die Köpfe der Menschen reinzubringen, aber die Menschen, die wir bisher erreichen, sind halt jetzt die Menschen, die überhaupt sich damit beschäftigen wollen. Das heißt halt tendenziell 25, 30 plus. Bis wir eine Generation nachziehen, die sich auch im jungen Kindesalter als weibliche Person verstehen, aber trotzdem einen tendenziell männlich behafteten Beruf ergreifen wollen, dass wir diese Möglichkeit überhaupt schaffen, dass das in die Gesellschaft reinrutscht, das ist doch so marginal und wird sogar tendenziell von unseren Spielzeugherstellern komplett torpediert. Ich meine, rosa und blaue Kinderüberraschungseier. Das ist das Maximale der Pervertierung von dem, was wir eigentlich wollen. Und das ist jetzt erst passiert, das gab es früher nicht, genau, sondern die gibt es erst jetzt. Genau, und wenn die ganze Zeit bei dem Spielzeugkatalog neben den technischen Sachen wie Raumfahrt, Werkzeug, Feuerwehrmann, eben der Mann, der Junge, das gezeigt wird, und bei den Mädels immer noch die Plüschtiere, das Einhorn und die Hausfrauen, ganz die richtig. Hausfrauen der Verkaufsstadt gepredigt wird, dann darf man sich halt nicht wundern, dass nach 10 Jahren immer noch kein Mädel gerne in die Raumfahrt geht. Und entsprechend braucht das einfach seine Zeit. Wir versuchen das in die Köpfe der Menschen zu bringen, dass die das ihren Kindern wiederum beibringen und die Generation, die danach kommt, von dem können wir uns erhoffen, dass die diesen Punkt erreichen, dass Frauen Männerjobs machen und sich da richtig drin fühlen, ohne eine von 100 Personen zu sein. Du meinst, dass es keine Männerjobs mehr gibt und keine Frauen? Genau, also dass es diese Benachteiligung eigentlich nicht mehr gibt. Ich meine, das Gleiche geht ja auch in die Gegenrichtung. Wenn in der Jobbeschreibung drinsteht hier Krankenschwester, welcher Mann findet sich denn in dieser Beschreibung? Keiner. Wenn es irgendwie Krankenhaushelfer oder irgendetwas Vergleichbares heißt, dann schon eher, aber es heißt ja in der Jobbeschreibung, wir brauchen eine Krankenschwester. Pflegekräfte. Pflegekräfte wäre schon das Bessere. Da funktioniert es tatsächlich ein bisschen besser, weil ich habe tatsächlich deutlich mehr Männer in der Pflege inzwischen gesehen, als Frauen, die einen Telekommunikationsjob machen. Von daher, das braucht einfach viel, viel Zeit. So, Stefan war der nächste. Eine sprachspezifische Frage. Ich sehe es auf Twitter relativ oft in letzter Zeit, dass Personen explizit die Pronomina angeben, mhm, mit denen sie angesprochen werden. Und was ich daran nicht verstehe, ist das They. Mhm. Gibt es da auch ein deutsches Äquivalent oder ist das ein englisches Spezifikum? Im Englischen gibt es gibt's das schon seit Shakespeare. Also es gibt ein Stück, in dem Shakespeare tatsächlich They im Singular benutzt. Okay. Und das hat eben das haben die progressiveren Gruppen, die tendenziell eher linken Gruppen in den englischsprachigen Ländern jetzt übernommen.
und die benutzen eben statt he oder she im they, im Singular. Um es nicht einem Gender zuzuordnen. Genau. Genau, also zum Beispiel. Neutral zu halten. Beziehungsweise nicht nur neutral, sondern wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne mit they angesprochen werden, dann heißt das normalerweise, dass die Person sich unwohl damit fühlen würde, mit she oder he angesprochen zu werden. Genau. Es kann aber genauso auch verwendet werden, wenn ich in einem Text über eine Person schreiben will, deren Geschlecht eigentlich egal ist, dann könnte ich auch ein they verwenden. Ich hätte noch einen Punkt, wo ich eure Meinung dazu gerne hätte, ist nicht genderspezifisch jetzt, aber verhaltensspezifisch. Mhm. Haben wir nicht eigentlich gestern diskriminiert bei der Vorstellungsrunde bei Personen, die gesagt haben, sie sind nur Hörer, wurde am Anfang geklatscht, was so die Botschaft, glaube ich, war, ihr seid genauso hier, willkommen und so weiter. Und es wurde aber dann sozusagen durchgezogen bis zum Schluss, sodass es quasi wieder eine Diskriminierung war, in die die Podcasts machen und die keine machen. Ja. Das wäre auch aufgefallen. Ich habe dann aufgehört, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei hatte. Das ist interessant. Also ist jetzt natürlich eine Kategorie, über die wir uns nicht so super viele Gedanken machen. Es ist halt vor allem keine Kategorie. Ich könnte nachher mir die Meinung dazu sagen. Es ist halt vor allem keine Kategorie, die besonders viel mit gesellschaftlicher Macht zu tun hat. Also ich sehe schon. Im Kontext schon. Ja, ja, ich sehe schon, dass es in diesem Kontext müsste ich mir noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Lass uns noch mal später drüber reden. Wolltest du dazu was sagen? Dann mach doch schnell. Also ich denke mir, dass dieses Betatschen von Leuten, die nur hören und dann zu Kurz kommen, mehr so, also quasi im Gegenzyklus diese gesellschaftliche Machtposition da werden sollte. Also man sagt, okay, so zu Kurz kommen normalerweise nur Leute, die Podcasts machen oder sich damit beschäftigen und wollen natürlich auch Hörende dabei haben. Dass man also so im Grunde da wieder gegensteuert. Also das ist mehr so, ich habe das mehr so als antidiskriminierende Sache gesehen. Weil man ja die Leute ermutigen wollte, dass da noch mehr dazu kommen, noch mehr nur Hörende und dass man sich ein bisschen durchmischt. Also genauso, wenn man jetzt bei irgendwelchen Sachen Frauen bevorzugt, weil man halt Frauen halt erhöhen will, will man ja hier auch so genauso den Hörendenanteil erhöhen. Und deswegen habe ich das mehr als antidiskriminierende, wenn man es so sehen will, Sache. Wenn man die Erfahrung betrachtet, jeder, der zu Podstock kam als reiner Hörender, der wurde danach zum Podcasten. Also man könnte ja auch die Formulierung verwenden, gegenwärtig Podcasten, zukünftig Podcasten. Theoretisch Podcasten. Sehr gut. Kreativer Umgang mit Sprache, das gefällt mir. Wenn du mich fragst, bezeichne ich mich als passiven Podcaster. Siehst du? Genau, auch sehr schön. Weil man da auch abgrenzen muss, wir Podcaster machen, ist ja für die Hörer. Und das ist vielleicht auch ein Stück einfach nur Dankbarkeit gewesen, dass Hörer da sind und dass sie erwähnt worden sind. Weil wir machen ja das Ganze, dass jemand zuhört. Ja, auf jeden Fall. Ja, und somit sind die Hörenden in dem Sinne auch wichtig. In der nächsten Reihe wärst jetzt du dran gewesen, wenn dein Punkt noch relevant ist? Nein, mir ist gerade aufgefallen, also hier in der Runde, dass ja eigentlich dieses zumindest öffentlichen Medien für meine Belange übertriebene gendergerechte Sprechen auch zu der Gefahr führt. Zum Beispiel die Verwendung der Mehrzahl, der weiblichen Mehrzahl, eigentlich eher zu einer Exklusion führt, als dass es wirklich zusammenführt, weil wir haben teilweise den Vorteil gehabt, in der Mehrzahl eigentlich schon komplett geschlechtsneutral zu nehmen. Und das wird jetzt irgendwie wieder differenzieren und das finde ich irgendwie. Wir haben ja kein geschlechtsneutrales Pluralwort. Im Deutschen. Ja, das ist meistens die männliche Form, ich weiß. Aber die ist nicht neutral. Das ist eben das generische Maskuline. Ja. Aber ich sage mal, in der Verarbeitung, zumindest bei mir im Hirn, schließt das kein Geschlecht aus, sondern das ist die Mehrzahl definitiv geschlechtsneutral. Weil da ist kein Ausschluss drin. Du bist aber auch ein Mann, oder ich lese dich zumindest so. Offensichtlich, also ich stehe auch dazu. Und also das ist schon mal der erste Punkt, dass es vielleicht deshalb in deinem Empfinden, genau, deshalb sitzen wir ja auch hier und sprechen darüber. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich Podcasts höre und der Titel dieses Workshops ist ja Hallo liebe Hörer, Grüße an Max vom Rasenfunk, der sagt es sehr oft und ich schreibe ihm dann immer, okay, du hast dieses Mal wieder 27 Mal Hörer gesagt,
also so im Scherz, wir haben einen kleinen Joke damit am Laufen und er sagt immer, das gibt's doch nicht, ich gebe mir solche Mühe und ich will das gar nicht sagen und das ist wirklich, es ist mir dann auch 27 Mal aufgefallen, das ist nicht, weil ich explizit darauf achte, sondern ich höre das und denke, das bin ich nicht. Also ich fühle mich da nicht mitgemeint. Das ist ein bisschen, wir sind hier wieder in unserer Powerflower, ne? Das ist eben die Sache, wo man vielleicht gut darin fährt, zu versuchen, die Perspektive der marginalisierten Personen einzunehmen. Also derjenigen, die gesellschaftlich weniger mächtige Position haben. Ganz kurz, ich würde, wer hatte von, Nils, du hattest ja die Frage mit, und dann gibt es ganz viele Mädchen, die wollen das gar nicht, die finden das albern. Das liegt natürlich auch daran, also ich habe ja schon gesagt, ich war auch mal so ein Mädchen, ich saß da und fand das albern, aber das liegt eben genau daran, weil die Gesellschaft uns das lange erzählt hat. Und wir dann erst anfangen zu registrieren über einen ganz langen Reflexionsprozess, was mit dieser sprachlichen Diskriminierung mit auch andere Sachen einhergegangen sind, die dann mit einer gesellschaftlichen Machtposition zu tun haben. Und dass man das vielleicht mit 15 oder 16 noch nicht so präsent auf dem Schirm hat oder dass man das vielleicht auch mit 50 nicht so präsent auf dem Schirm hat, wenn man sich da vielleicht bisher noch nicht mit beschäftigt hat, das finde ich total logisch und verständlich und dass dann, also es ist so ein bisschen ja auch dieses Phänomen, wenn Menschen das N-Wort verwenden, aber ich habe da diesen einen schwarzen Freund und dem ist das ja total egal. Ja, das heißt nicht, weil es ein oder zwei oder drei Menschen in unserem Umfeld gibt, die sich dadurch nicht diskriminiert fühlen, dass es nicht trotzdem diskriminierend ist. So. Also ich muss auch sagen, also ein Mädels oder auch bei ihr, Techniker. Und ich finde es schon fast ganz skurril, dass jetzt überall dieses Innen dran gehängt wird, weil man ja von der normalen, allgemeinen männlichen Form, allgemein, wie jetzt jeder früher angesprochen fühlt hat, jetzt auf so eine weibliche Form übergeht, die auch für alle zählen soll. Also irgendwie ist es ja auch nicht neutral. Du redest von Hörerinnen, wenn ich jetzt ein generisches Femininum verwenden würde. Und das finde ich irgendwie dann auch komisch. Mhm. Ja, vorher hat sich keiner, wie du sagst, ausgegrenzt gefühlt und jetzt fällt es also auf, wenn plötzlich nur noch die männliche Form benutzt wird. Und da war es ja einmal im Text geschrieben und habe mich bemüht. Immer innen und sie und er und was immer ich reinzuschreiben. Und es war so ein Mehrwert, dass ich mir dann gedacht habe, ich schreibe es mir bei jedem Wort runter. Und dann habe ich drunter geschrieben, der Anruf einer Mitarbeiterin ist mir genauso recht. Fertig. Ne? Also weil ich halt geschrieben habe, dass ich bitte um einen Rückruf von einem Mitarbeiter, der mir das und das und das helfen kann, habe ich drunter geschrieben, der Anruf einer Mitarbeiterin ist mir genauso recht. Und so war es. Dann hat eine Dauer gerufen. Ne? Aber ich finde es dann so, wenn man sich überall dann versucht, jedem gerecht zu werden, finde ich irgendwie. Das ist natürlich auch so ein bisschen Programm. Also dadurch, dass es verwendet wird, fällt es auf. Und das soll natürlich auch zu Denkprozessen führen und dazu anregen, mal drüber nachzudenken, woher kommt das, wieso machen Leute das jetzt. Und genau das ist ja passiert. Du überlegst zwar, bist vielleicht noch nicht auf die gleiche Antwort gekommen wie die Person, die das jetzt verwendet, aber dir fällt es erstmal auf. Also das ist schon... Das gehört schon zu den Zielen dieser Sprachverwendung. Hm. Es gibt natürlich immer wieder das Argument, man macht sich dann verrückt damit. Ja, das. Und erst dann grenzt man ja Personen voneinander. Es ist aber was anderes, ob ich sage, ich teile Menschen willkürlich in Kategorien oder ob ich sage, es gibt gesellschaftliche konstruierte Kategorien, in denen werden Menschen wahrgenommen hier und es ist wichtig, sie dann auch in all diesen Kategorien anzusprechen. Das ist ein Unterschied. Tine war die Nächste. Ich fand vorhin diesen Aspekt ganz gut, wenn du gesagt hast, warum könnte das für uns interessant sein, auch wenn wir vielleicht selbst wenn man über dieses Ding vielleicht ein Marketing macht. Und das ist,
ich arbeite an der Uni, und an der Uni ist, dass ich arbeite in den Humanwissenschaften. Für uns ist es sowieso, dass wir irgendwie gendern. Also wenn ich einen Aufsatz schreibe, würde ich das nicht mal so extrem auffallen. Wenn Leute Hausarbeiten schreiben, dann machen die sich immer Gedanken, wie sie mit Geschlecht umgehen in der Sprache. Und ich finde es ganz interessant, meine Kollegin, die macht genau Gender Studies, und zu ihr kommen auch Leute in Beratung und fragen, Mama, wie soll ich das jetzt machen in der Hausarbeit? Muss ich jetzt alle Innen und Striche und Punkte und Unterstriche und alles benutzen? Und sie hat gesagt, ich verlange von Ihnen, dass Sie sich zumindest Gedanken machen, wie Sie die Sprache benutzen. Sie sind Studentin und bla bla bla, Sie sind bestimmt der Disziplin und der Sprache verpflichtet. Und wenn Sie für sich sagen, dass für Sie das nicht, also dass für Sie das, die maskuline Sprache, das ist, was Sie, wie Sie schreiben wollen, dann will ich wenigstens wissen, dass ich Gedanken gemacht habe und es vorne einsage, ich benutze die Sprache so und so. Das können Sie machen, außer Sie behandeln ein Thema, was sich mit Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit, Frauen, Darstellung von Frauen, also sozusagen Sie sich um diesen Inhalt, wie Frauen dargestellt haben, beschäftigen. Und dann würde ich das als inkonsequent bezeichnen oder inkonsistent, wenn Sie dann nicht aus der Logik heraus sowas benutzen wollen. Und das meine ich mit unserem Marketing. Also wenn jemand einen Podcast macht, der sehr stark mit Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit, aber auch einen Wissenschaftspodcast, also wo ich bestimmte Klientel anspreche, dann würde es mich irritieren, wenn nicht gendersensibel dort gesprochen wird. Wenn jetzt jemand einen Linux-Podcast macht, der sich der würde gendersensibel sprechen, also ich würde sagen super, aber ich war eher überrascht. Also darum finde ich, es gibt bestimmte Podcasts, da würde ich da sagen, wenn ihr nicht gendersensibel redet oder zumindest mal Gedanken darüber macht, würde es mich sehr, sehr wundern. Und bei anderen Podcasts fände ich das toll, wenn die das machen würden. Oder sich zumindest mal Gedanken gemacht haben, warum sie es nicht machen und sagen, ja, wir wissen, irgendwie ist das Thema, aber für uns ist es, wir sehen euch alle damit drin oder so. Und dann ist es für mich total schnuppe. Und ich muss auch sagen, dieses Sprechen in gendersensiblen, ist das so, das hatte ich ja früher auch nicht, ich fand es früher genauso komisch. Aber wenn man in bestimmten Berufen drin ist, dann gewöhnt man sich daran. Also das meinst du mit, wenn du was hörst, dann so, Und das ist genau so. Ich arbeite jetzt irgendwie auch seit 7 Jahren an der Uni. Und das wird, also genauso wie man sich an, dass du Techniker bist und das als ganz normal findest, höre ich das mittlerweile, weil ich Routine habe, Hörroutine. Ich kann aber jetzt nicht von dir annehmen, dass du meine Hörroutine bist. Also bei dir wird es wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich fühle mich tatsächlich wohl, wenn ich das in gegendert höre, weil ich daran gewöhnt bin. Und ich kann aber akzeptieren, auch wenn ich selber denke, dass es anders besser wäre, dass es bei dir anders ist. Also, und darum, vielleicht muss man auch immer in der Diskussion, und das kenne ich auch so von Inklusiven, also wenn es von Leuten mit Beeinträchtigungen geht, dass man sich auch mal deutlich macht, man kann den Ansprüchen der Gesellschaft nicht immer oder politisch implizierter Sprache entsprechen, aber man kann zumindest das versuchen. Also dieses wenigstens irgendwas, also ich muss mir mal Gedanken gemacht haben, warum benutze ich die Sprache, wie sie ist. Und darum ist es immer so schwierig, dass sozusagen klar trifft es mich nicht, ich fühle mich nicht angesprochen. Aber einfach so nochmal so diese Sensibilität für oder Wertschätzen für Leute zu sein, die es halt anders machen wollen. Und sagen, macht es wie es wollt, ich finde es super, dass es macht, aber ich bin nicht die, die das so kann. Übrigens, was du gesagt hast mit den 3%, das Gute ist ja, es sind ja auch weniger geworden. Also obwohl wir jetzt immer wieder drüber. Also weißt du, was machst du? Also wenn es keinen Unterschied macht, dann kann man auch Leute, die an einem Gehörgewohnheit genauso benutzen. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt noch ein paar Leute auf der Liste. Wollt ihr lieber weiter diese Diskussion führen oder sollen wir euch noch ein paar Praxisbeispiele zeigen, wie wir denken, dass man gut gendersensibel kommunizieren kann? Oder die verschiedenen Konzepte, die es gibt, aus denen man sich vielleicht Varianten wählen kann? Ich hätte auch noch eine praxisorientiertere Frage. Vielleicht könnt ihr das dann gut überleiten. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir dann, wenn ihr Fragen habt, wie kann man jetzt eben geschlechtersensible Sprache benutzen, wenn ihr da konkret dass wir die jetzt reinnehmen, weil ich glaube, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Also konkret auf deinen Hallo, liebe Hörer, dass du meinst, dass das, siehst du ein Problem darin. Aber wie würde man es denn richtig sagen? Genau, sagst, darüber würden wir liebe Hörer und liebe Hörerinnen, dann grenzt du die non-binary sind, auch wiederum aus. Und dann sagst du, hallo, liebe zuhörende Menschen. Und das klingt aber schon wieder super gestellt. Also wie macht man es richtig? Genau, zum Beispiel beim...
unsere Sprache gibt halt nur das Binäre her. Und alles, was man versucht zu verbiegen, wirkt halt irgendwie einfach. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, der Grundtenor, den wir insgesamt haben. Dann lasst uns doch jetzt genau diese Praxissachen mal machen. Und ich behaupte, es wirkt albern, weil es noch nicht so viel benutzt wird. Und wenn ihr erst mal 3, 4, 5 Podcasts regelmäßig hört, die es tun, ist es ab Woche 2 nicht mehr albern. Das wäre meine These dazu. Den Zeitraum größer machen und das auch generationenübergreifend. Nee, ich glaube wirklich, dass das schneller geht. Ich will jetzt keine Werbung für meinen eigenen Podcast machen, aber zum Beispiel beim ersten FCPP haben wir das ab Folge 1 gemacht. Da verwenden wir nämlich HörerInnen und BürgerInnen auf Puerto Partida. Also eine Form, um diese ganzen Varianten, die ihr vielleicht kennt, die es geschrieben gibt, ja, mit einem Sternchen, mit einem Unterstrich, mit einem Doppelpunkt, es gibt da ganz, ganz verschiedene. Ausgesprochen könnte man sie verwenden, indem man eine mini-kleine Lücke zwischen dem HörerInnen macht, also an der Stelle, wo man den Unterstrich, den Stern und so weiter setzt. Nach Folge 1 haben wir, ich glaube, 4 oder 5 Rückmeldungen dazu bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie finden es schwierig anzuhören, seitdem nie wieder. Also mittlerweile gibt es 5 Folgen und danach hat nie wieder jemand was dagegen gesagt. Natürlich ist es jetzt ein sehr, sehr, sehr kleines und nur ein Praxisbeispiel und nicht irgendwie groß, aber ich behaupte wirklich, dass es dann in die Hörgewohnheit auch übergeht, das einfach als das zu hören, was es ist. Ich finde es eine gute Idee, damit auch zu spielen. Wir haben bei Puerto Partida, ich war da ja Autor, da haben wir eben mit angeschwemmte Personen gearbeitet und nicht mit der Angeschwemmte oder die Angeschwemmte, sondern wir haben eben das quasi als Stilmittel eingebaut. Das klingt erstmal ein bisschen bürokratisch, aber mittlerweile ist das ein festes Element in dem Format. Das war auch so ganz am Anfang von Puerto Partida, da habe ich irgendwann Johannes mal geschrieben, dass das auch einen dramaturgischen Effekt hat, wenn er einfach nur sagt, du siehst eine Person und nicht, du siehst einen Mann, der, sondern man, es ist einfach alles noch viel spannender und man muss erst mal gucken, wer ist das eigentlich so. Ich würde halt noch gerne anfangen, dass ich bin eine queere Person. Ich sage von mir selber auch, ich bin eine queere Person. Und ich finde, dieses so eine Haltung von, ja, ich bin nicht angesprochen, aber ich mache es jetzt trotzdem, unglaublich gönnerhaft. Und denke auch immer, das ist so, für wen ist es denn eine Überwindung, jemanden erstmal zu begegnen als Person? Also es geht ja immer darum, ein Podcast oder ein Angebot oder eine Kommunikation ist ja immer erstmal eine Begegnung und ein Kontakt. Mhm. Und wenn man den einfach ganz selbstverständlich, respektvoll gestalten will, erstmal sachlich und erstmal gucken, wer da ist, dann kann das eigentlich kein, also ne, dann muss man halt gucken, wo kommt dieses Albernheitsgefühl her und warum ist es eigentlich jetzt komisch im Sinne von, ja, muss ich das jetzt, bin ich da jetzt verpflichtet, irgendwas zu machen, bin ich verpflichtet, jedem Respekt entgegenzubringen. Also für mich spielt da einfach auch immer so eine Selbstverständlichkeit eine Rolle. Wenn ein Podcast ganz selbstverständlich gendert, sei das jetzt binär oder Mann, oder nicht binär, oder einfach sachlich, dann finde ich das nochmal so als Vorbild für eine Selbstverständlichkeit von respektvollem Miteinander. Also das zu unterstreichen. Magst du kurz was zum Wort queer sagen? Das hatten wir hier noch nicht als Begriff. Also man geht ja immer wieder in Linearität, also Mann, Frau. Transpersonen kennen vielleicht ja auch noch das Wort. Das sind also die sich, also nicht alle, aber viele zwischen Mann und Frau bewegen. Und queere Personen würden sagen, ich befinde mich auf einem Spektrum. Und mal ist es mehr hier, mal ist es mehr da, mal ist es überhaupt gar nicht zwischen Mann und Frau, sondern vereint alle Aspekte in sich. Und das ist auch in dieser großen Abkürzung LGBTQ, das Q kommt von queer. Und das I? Intersex. Oder, ja. Also das sind Menschen, die mit gemeinsamen Geschlecht geboren sind. Genau. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt so ein bisschen viel drüber geredet, was einem so auffallen kann. Was mich nur ein bisschen noch beschäftigt ist, wenn einem was auffällt, wie man dann damit umgeht und wie man zum Beispiel die Kritik formuliert. Also ich bin ja ein großer Befürworter dafür, dass man nicht immer gleich den lautesten Hammer nimmt, der einem zur Verfügung steht. Und mir geht es aber auch so,
mir fällt es klar bei Männern auf, zum einen, die das machen, also zum Beispiel bei Max, da habe ich dann auch kein Problem zu kritisieren. Mir fällt es aber halt auch auf bei Frauen, die dann auch zum Beispiel bewusst sagen, wie ich glaube, die Nora sagte das zum Beispiel, sie will das mit dem ganzen Gender nicht machen. Und da habe ich dann immer so ein komisches Gefühl, eigentlich willst du was sagen, aber zum anderen denke ich dann immer, ich bin ein Mann und mir steht es jetzt nicht zu, aus meiner männlichen Person, einer weiblichen Person zu sagen, dass sie das anders machen soll. Finde ich gut, grundsätzlich. Also das bedeutet ja, dass du schon ganz viel erstmal selbst darüber nachdenkst, was für Privilegien habe ich eigentlich in diesem Diskurs und an welcher Stelle kann ich mich da einbringen. Ich finde zum Beispiel, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, ich finde, wenn man betroffen ist, darf man gerne auch wütend kritisieren. Finde ich wirklich, also Wut sollten wir Betroffenen nicht absprechen, wenn sie diskriminiert wurden. Und wenn man vielleicht nicht selbst betroffen ist an der Stelle, aber Kritik anbringen will, keine Ahnung. Also zum Beispiel Max und ich haben so einen Witz daraus gemacht und ich schreibe ihm das jetzt immer privat, aber ich schreibe jetzt nicht jedes Mal auf Twitter offen, der Max hat diesmal wieder so und so oft nur Hörer gesagt. Ja, also das ist zum Beispiel, wäre ja da schon mal ein Unterschied, wie man da rangehen kann. Also ich oute mich jetzt mal einfach mit einem, also wenn mir das selber passiert ist, dass ich diskriminierende Sprache benutzt habe, ich habe so im beruflichen Umfeld, habe ich ohne es zu merken tatsächlich, wenn mir irgendwas total widersinnig vorkam, habe ich irgendwie gesagt, das ist total schizophren. Mhm. Ich bin Programmierer, ich habe dann irgendwie gesagt, hier, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das ist ja total schizophren. Und mir hat dann tatsächlich ein Auszubildender, der hat das eingeleitet mit, wie meinst du denn was? Und ich habe dann angefangen darüber nachzudenken, ja, was meine ich denn? Und ich gesagt, naja, das macht keinen Sinn so. Und dann hat er gesagt, man sagt das doch. Mhm. Warum beziehst du das jetzt auf Menschen, die halt da eine Erkrankung, eine Störung, was auch immer haben, wie man es bezeichnen will? Sag doch, es ergibt keinen Sinn oder es ist widersinnig oder es ist schlecht programmiert oder so. Und ich finde so einen Einstieg zu sagen, wie meinst du denn das, finde ich gut. Also fand ich gut, weil es nicht mit dem Vorwurf kam, du diskriminierst hier ja absichtlich irgendwie, weil es war bei mir wirklich unbeabsichtigt. Das hat sich eingeschlichen in meinen Sprachgebrauch. So. Das ist ein gutes Beispiel für gewaltfreie Kommunikation, dieses, wie meinst du denn das? Das hat keinen Vorwurf, sondern es gibt dir erstmal die Möglichkeit, dich klarzustellen, was denn du wirklich gemeint hast und selbst für dich zu reflektieren, vielleicht war das doch nicht ganz so die richtige Wortwahl. Ja. Und dann kannst du dich selbst korrigieren, ohne dass dir jemand von vornherein den Finger gezeigt hat, du, das hast du falsch gemacht. Ja. Ein Punkt dabei ist auch, ich habe das bei dem Begriff behindert. Also ich bin Auszubildende an einer Schule und habe mit Jugendlichen zu tun. Und ich bin die Erste mit Assistenzhund und offen als behindert dort. Ne? Mhm. Und behindert ist das Schimpfwort. Ne? Das hat schwul irgendwie abgelöst. Mhm. Und der Punkt ist halt, dass ich dann so auch ganz trocken in der Klasse sitze und sage, also diese Treppe, die kommt mir nicht sehr menschlich vor. Also ich habe mit der nicht so viel gemeinsam. Also und auch so ganz sneaky. Ne? Also nie, weil das Problem ist auch häufig, dass wenn man Menschen aus konkret betroffener Perspektive so aufdrückt, ne, und hingeht und sagt, das benutzt man nicht oder ne, bla bla, dann haben sie so das Gefühl, sie hätten was falsch gemacht und müssen sich verteidigen. Und das ist dann die unfruchtbarste Diskussion, die man führen kann. Also ich würde auch immer raten, zu fragen, was meinst du? Oder erklär mir doch mal, was du meinst. Oder ich habe das oft mit, man sieht gar nicht, dass du behindert bist, so ungefähr. Und dann frage ich, wie sieht denn jemand aus, der behindert ist? Und dann merkt man, was für Bilder die Menschen im Kopf haben und wie man das erweitern kann. Und ähnlich ist es mit Gender auch. Also wir haben ja so eine Schablone im Kopf. So sieht ein Mann aus, so sieht eine Frau aus und so sieht eine Person aus, die anders ist. Und dieses, was genau anders ist, sich damit auseinanderzusetzen, was anders ist und dass das gar nicht so anders ist, wie man manchmal denkt, kann total faszinierend sein. Und je freundlicher man das macht, desto spannender kann die Reise auch sein. Du meldest dich schon ganz lange. Aber ich glaube, das ist halt einer der wichtigsten Punkte, wie man vorgehen sollte, weil
wenn man was mitbekommt, sei es Twitter oder auch bei uns auf Arbeit, ist immer ein aggressives Vorgehen mit, das macht man nicht so und du hast das jetzt bösartig gemeint, und statt mal hinzugehen und zu sagen, das war vielleicht nicht so klug. Bei mir kam das so und so an. Das passiert halt, also in meiner Wahrnehmung ganz selten, sondern eher so ein Aufdrücken und so vor, also ein Zurückbeschimpfen, ne? Obwohl der andere ist wahrscheinlich gar nicht, also es wird halt nicht aufklärend miteinander geredet, sondern halt ein Racheakt ausgeführt in die andere Richtung. Also so kommt es mir ganz oft vor. Und darum ist es für mich auch oft ganz schwierig, damit umzugehen. So, warum greifst du mich jetzt an? Ja, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Ich finde es schön, dass du mich darauf aufmerksam machst, aber die Art ist halt auch ganz oft nicht richtig. Also, ich finde, wir sollten da auch... also ja, trotzdem nochmal auf meinen Punkt zurück, wenn jemand betroffen ist und einfach wütend ist, dann ist Wut einfach manchmal da. Ne? Und zum Beispiel finde ich, man muss sagen können, zu jemandem, der das N-Wort verwendet hat, das war rassistisch, auch wenn ich damit nicht sage, du bist rassistisch. Das ist ein Unterschied, weil das ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe es nicht so gemeint. Heißt nicht, dass es das nicht in der Wirkung am Ende. Ganz klar, so ist. Also ich sage nicht, der Fehler ist nicht passiert und man sollte nicht darauf aufmerksam machen, aber es ist immer eine Frage, wie, und dass man aus dem Effekt mal auch dann einfach die Hutschnur platzt, jetzt von mir aus, ich bin der Letzte, der von sich weisen kann, dass ihm das nicht passiert. Aber diese ganz große Diskussion ist manchmal schwierig, weil es dann. Eher von, also wenn man es auch von außen ein bisschen mehr betrachtet, wie eine große Schlacht aussieht, statt irgendwie, wir wollen zielgerichtet irgendwo hin. Deshalb, das war ein zweiter Punkt auch noch mit diesen 17 Schreibweisen so, um der Masse das irgendwie einfacher zu machen, muss man auch erstmal auch eine Einigung finden, was man haben will und wo man hin will. Das ist auch immer ganz schwierig, so wie mache ich es denn? Dann wird immer schön drüber gescherzt und das fühlt sich für die Seite dann natürlich auch scheiße an, so, wir hängen jetzt überall innen dran, ich innen, mach innen, Salzstreuerin, der Klassiker. Genau. Das ist jetzt, wir müssen in 2 Minuten aus diesem Raum raus und ich glaube, Lars und ich können da ein ganz gutes Schlusswort draus bauen. Ja, wir hatten ja eigentlich noch einen Praxisteil. Nein, es gibt im Sendegate auf jeden Fall eine Liste mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man das geschlechtergerechte Sprache umsetzen kann. Die habe ich vor 2 Jahren oder letztes Jahr geschrieben. Und immer mal wieder erweitert, genau, mit neuen Konzepten, die dazugekommen sind. Da steht auch einiges Interessantes dann in dem kompletten Thread. Wie heißt das Topic? Geschlechtergerechte Sprache für Podcasts. Der Topic ist auch jegliche Form von Diskussionen. Ja. Richtig. Ja. Und das wäre sowas Weiterführendes, was genau. Ihr gucken könntet. Das ist natürlich, dass man jetzt viele verschiedene Möglichkeiten hat, ist einfach... Das liegt in der Natur von Sprache. Sprache ist sehr demokratisch und wenn viele Leute über das gleiche Problem nachdenken, entstehen unterschiedliche Lösungen. Und wir sind eben gerade in einem Prozess, wo ab und zu mal eine neue Lösung dazukommt, wo alte verworfen werden und dieser Einigungsprozess, in dem sind wir gerade. Und es kann natürlich jetzt passieren, dass wir uns irgendwann auf eine Möglichkeit einigen. Es kann auch sein, dass mehrere nebeneinander existieren bleiben. Und mein Plädoyer an der Stelle wäre, wie es eigentlich immer mein Plädoyer ist, wenn es um Sprachgebrauch geht, ja, probiert einfach mal ein paar Sachen aus und guckt, was für euch aktuell am besten funktioniert. Guckt, wie andere Leute darauf reagieren, was ihr für Feedback kriegt darauf. Nur so können sich solche Konzepte auch weiterspinnen, weil keins dieser Konzepte ist perfekt, die wir bis jetzt haben zu gendersensibler Sprache. Es gibt kein Optimum in unserem Sprachgebrauch. Ich habe ein Optimum, was ich aktuell verwende, weiß aber, auch da gibt es Probleme, wenn ich zum Beispiel einen Umlaut im Plural habe. Ja, also ich habe ja zum Beispiel jüdische Studien studiert, spreche ich von JüdInnen oder JudInnen oder wie mache ich denn da dann eigentlich den Plural? Ja, das ist zum Beispiel aktuell in dem Konzept, was ich verwende, noch ein Fragezeichen. Wenn ihr da Ideen zu habt, kommt gerne auf mich zu und lasst darum neue Ideen spinnen. Ja, also das ist der Punkt, an dem wir bei gendersensibler Sprache gerade sind.
kreativ sein, auch stolpern über Dinge, auch mal mit Dingen nicht einverstanden sein, weil dadurch erst Denkprozesse so richtig in Gang gesetzt werden. Das wäre so mein Plädoyer für den Schluss. Wenn ihr möchtet, also wir müssen jetzt hier raus, wenn ihr später noch Fragen habt und mit uns weiter diskutieren wollt, ich glaube, wir sind beide offen dafür, weiter darauf angesprochen zu werden. Und ja, kommt ja jetzt danach nichts. Ja, aber Mittag. Wir müssen ja nicht. Also, seid kreativ. Genau. Ich fand das auch eigentlich ganz schön, dass wir erstmal auf so eine theoretische Ebene geklärt haben. Gut. Man könnte ja dann nächstes das Praktische Jahr auf ein Jahr verschieben, ja, wo nochmal Diskurs dazwischen stattgefunden hat und dann mal ins Praktische reingehen nächstes Jahr. Nächstes Mal muss ich einfach Hausaufgaben fragen. Macht ihr Podcast dazu? Frage zu unserer Aufnahme. Gibt es jemanden, der nicht möchte, dass diese Aufnahme veröffentlicht wird? Alles klar. Gut, dann habt noch einen schönen Tag. Mahlzeit. Stift zurückgeben. Stift zurückgeben, richtig.